Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mission bei Warhammer. End Times Vermintide. Gestern hast du es aber noch besser hingekriegt. Cut bitte nochmal von vorne. Wir haben gestern bemannt die Schutzwelle gespielt. Sieht das cool aus, wie ich hier sitze? Wo bist du denn eigentlich? Hallo? In den Po gestochen. So, und als nächstes kommt Morsgarten. Morsgarten sieht schon wieder nach so einer Nebellicht- und Nebelaktion aus. Ich bin voll dabei. Ja, ich bin gespannt. Also, die letzte Mission war ja relativ zügig. Kriegsmaschine hat dafür ewig lang gedauert. Haben wir die jetzt nicht aufgenommen? Nee. Haben wir doch gesagt. Achso, stimmt. Which seems to be the source. Get out there and rid us of the poison. Wenn Kriegsmaschinen so eine 15-Minuten-Mission gewesen wäre, wäre das ja kein Problem gewesen, die nochmal aufzunehmen. Aber das ging ja wirklich über 40, 45 Minuten. Und die haben wir ja zu dem Zeitpunkt schon zweimal vollständig gemacht. Dreimal. Und ein drittes Mal an drei Viertel noch gemacht, wo wir dann gestorben sind. So, das Wasser ist verdorben, Leute. Jetzt habe ich gar nicht mitbekommen. Was müssen wir denn machen? Ja genau, das Wasser ist verdorben und ohne Wasser ist die Stadt im Untergang. Boah, das sieht so richtig friedhofmäßig gerade aus. Unsere erste Mission betretet Morsgarten. Jetzt gibt's hier schon wieder extrem viele Wege. Einmal rechts rum, links rum und mittendrauf. Aber rechts ist schon mal nix. Also, ich bin wie immer mit meiner Waldläuferin dabei. Was heißt dabei. Wie immer? Wie die letzten zwei Male. Das letzte Mal. Die davor waren ja nicht... Ach ja, scheiße. Okay, also ich mag die Waldläuferin. Die ist wirklich cool. Und ich mag den Hexenjäger. Den habe ich aber auch von Anfang an ja dann direkt genommen. Der war mir auch irgendwie am sympathischsten, der Typ. Mit den zwei Pistolen. Okay, also, Morsgarten, mittendrauf. Tore des Mor. Ja. Wer rennt hier vor? Du. Mor. Hier liegen schon wieder überall tote Menschen. Das ist doch schon mal cool. Also nicht cool, dass da tote Menschen leben, aber leben. Oh, ich hab hier direkt was gefunden. Munition, Verbandszeug und ein Trank. Also nichts Spektakuläres. Ich hab einen Untergrund gefunden. Ja, diese Krypta, ne? Ich glaube, da müssen wir auch rein. Oha, hier ist aber einer verblutet. Krasse Scheiße. Guck dir das mal an. Wie viel Blut hat denn der verloren? 20 Liter? Hier ist auch ein Weg. Okay. Auch nichts drin, ne? Ja. Dann ab in die Krypta. Oder Gruft oder was auch immer das hier sein soll. Eher Gruft, würde ich sagen. Yeah, rein da. Familiengruft. Warte mal. Wow, 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 wow. Da geht's wieder rauf. Was ist hier? Nix. Wozu ist denn hier die Tür und alles? Das ist wieder voll die Verarsche hier. Feld des Mor. Da vorne sind schon wieder Ratten. Okay. Aber was erwartet man in diesem Spiel auch? Wenn schon keine Ratten. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen am Ende durch dieses Tor hier wieder zurück. Oh, hier haben wir einen Tisch. Truhe. Munition, Verbandszeug. Hinter dir sind Ratten her. Oh oh. Unser Kollege schießt und schon hört man nur noch Schritte. Ich glaube, ich lege mich gerade mit ein paar Vielen an hier. Oh meine heilige Scheiße, Mann!
Ich hänge hier unten einfach fest. Oha, sorry, da kommen noch welche. Ich bin schon runtergesprungen, aber hier oben sind jede Menge. Ja, ja, ich bin halt runtergefallen eher. Ich höre irgendwo so eine Rattlin. Nicht mit mir, mein Freund. Aim for the head! Luck is nothing to be afraid of. Schau mich mal hier so ein bisschen um, weil hier sind überall so Grufte und was weiß ich nicht. Aber hier ist halt überall nix. Ist eigentlich schade. Ich sag mal so, geile Atmosphäre hätten schon mehr Kisten hinpacken können. Ja, oder wenn, dann mal wieder mit ein paar Würfeln. Wir haben schon so ewig lang keine Würfel mehr gekriegt. Oder wir sind einfach echt so blöd und wir sehen die alle. Keine Ahnung, aber ich meine, wir untersuchen ja die ganze Zeit diese Kisten und so. Wir suchen ja schon förmlich danach. Ich weiß, in den ersten zwei Leveln hatten wir immer noch einfach so mal gedacht. Oh, guck mal, da sind Würfel. Und mitgenommen. Jetzt suchen wir schon energisch danach, gehen fast alle Wege ab, finden Kisten ohne Ende und im Endeffekt kommt nichts bei raus, ne? Hier oben ist eine Bombe. Oh, Moment mal. Der Assassine lebt noch. Ich weiß nur nicht, wo er hin ist. Einfach weggepufft. Hinter dir. Oh, da ist der Assassine. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Rattlin. So, die Rattlin ist auf jeden Fall down. Direkt gekillt. Ach so, scheiße, so, keine Kisten. Hier oben ist Munition, die nehme ich mir mal. Oh mein Gott, Gift-Typ! Wo denn? Ich sehe ihn nicht. Oh oh, Horn. Ich hab keine Munition. Okay, durchmetzeln. Oh Gott! Backstepper! Ach du Scheiße! Okay, Brandbombe hat schon mal ein bisschen was gebracht. Jetzt noch schnell durch den Rest schnetzeln. So. Du läufst wieder zurück, ne? Ja, ich hab. Wollen wir gucken, vielleicht in die Kiste? Also diese Nebenläufe mal abgehen. Ja, ich bin kistengeil. Ja, irgendwie schon, aber es ist halt nie was drin, ne? Hier ist auch einfach nur ein leeres Grab mit nix drin. The gathering body parts.
Hier ist eine Bombe, die nehme ich jetzt mit. Okay, weil ich hätte sonst, wenn du noch eine gehabt hättest, hätte ich sie genommen. Munition! Ich brauche welche. Hier, ich habe welche. Ich habe hier einen Foliant. Was sind denn nochmal gut? Ich glaube, wenn man 3 Stück davon hat, dann kriegt man irgendwas. Ja, aber unser Bot kann nichts mitnehmen. Beim letzten Mal hatten sie auch einen Foliant genommen. Die war ein bisschen verschwendet, habe ich das Gefühl. Ist mir egal. So, nochmal Munition mitnehmen, bevor es weitergeht. Garten der Geister. Oh oh. Ich höre was Böses. Warum habe ich meine Bombe nicht aufgehoben? Paul? Wo? Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Ja, wahrscheinlich. Gifttyp. Hier ist auch irgendwo ein Gifttyp. Hab schon getötet. Hilfe! Hilfe! Der will mich kippen! Oh Mann. Wo ist der? Keine Ahnung, ich bin gerade ein bisschen umzingelt. Down. Danke. Huh. Easy. Hier ist eine Kiste, glaube ich. Warte mal, was war das? Da ist die Kiste. Kiste. Hauptsache muss ich direkt erstmal gegen irgendwelche Viecher kämpfen hier. Mit nichts drin. Mal wieder. Ganz ehrlich, ich denke, das buggt. Ohne Scheiß. Ja, keine Ahnung. Das ist nichts. Oh shit. Shit, Assassine! Ah, der Markus Gruber hilft mir. Gasratte! Na, wo bist du? Da ist er. At least they'll be easy to track. Ich will mehr Kisten haben. Naja, die Anzahl der Kisten ist okay. Ich will mehr Würfel in den Kisten haben oder irgendwas Tolles. Ich will mehr Stuff haben. Ich glaube, wir müssen hier runter, oder? Ich glaube, ich will erstmal alles absuchen. Assassine! Keine Ahnung, ist weggepufft, pass auf. Ich häng gerade so ein bisschen hinterher, ich lauf dir mal. Oha. So, ich nehme den Folianten wieder mit, ich habe mich direkt geheilt. Weil das Dumme ist, dass der genau in so einen Slot reinkommt, wo normalerweise ein Heiltrank rein muss. Ja, packt euch da durch, ist klar. Kommen die durch den Boden hoch. Ja, wir müssen noch runter, ne? Ja, ich bin auch hier oben. Weil ich
hier gerade so ein Versteck gefunden habe, aber da ist wieder nichts drin. Ich bleib da drin und mach mir so zum Schutz. Wie bitte? Ich bleib hier. Ich schnetze mich hier einfach wieder durch. Oh mein Gott, hilf, Typ! Können gar nichts. Oha, was ist hier los? Da unten geht's weiter. Ich weiß nicht, ob wir hier nicht irgendwas vergessen haben. Dann lass uns nochmal hochgehen. Ne, wir können doch einfach weitergehen, ist das egal. Ach so, doch nicht weitergehen. Okay. Ja, dann weitergehen. Weißt du, das sagst du, ich komm zu dir, dann kommst du raus. Dann gehe ich jetzt woanders hin und dann sagst du weitergehen. Hier ist Munition. Brauchst du noch Munition? Ja. Oh, ich hoffe, der Bot nimmt die sich jetzt nicht. Nein! Ja, Guild Wars 2 Jumping Puzzle. Was? Bei Guild Wars 2 gab es so Jumping Puzzles. Wo du halt auch immer so von Plattform zu Plattform springen musst. Hinter uns! Okay, ich denke mal, wir können weitergehen. Meine Dolche sind voll mit Blut. Mein Schwert sieht eigentlich noch ganz sauber aus. Und das, obwohl ich schon keine Ahnung, wie viele Viecher geschlachtet habe. Jetzt sind wir in einer Krypta. Krypta. Gerade eben war es eine Gruft, ne? Und jetzt ist es die Krypta. Heiltrunk. So, du bist da rechts rum, ich bin da links rumgegangen. Ich bin schon längst hinter dir. Ach, rechts warte nichts. Ach so. Ja, mach mal weiter ohne mich. Ja, hier kommen halt die ganze Zeit mehr Viecher auf uns zu. Ist halt schwierig, da nicht weiterzumachen. Hier ist eine Kiste. Eine Bombe. Da war nun noch eine Bombe drin, wenn du noch keine hast. Oh, Assassine! Danke. Bitte. Die kommen hier die ganze Zeit von oben runter. Müssen wir nach oben vielleicht? Ah, Anno. Ja, müssen wir. Ruinen der alten Kapelle. Kommt her. Papa Pochi. Hier ist noch eine Bombe. Okay, Rattlin ist down. I don't know what that is, but I'm not going to touch it. Ich glaube, wir sollten weiter, oder? Unsere Bots? Oh. Probieren wir es so. Kämpfen die noch? Nee.
Na. Irgendwie komme ich diese Stufen hier nicht rauf. Ist das bei dir auch so? Ich kann die Stufen hier nicht rauflaufen. Ich muss immer springen. Ich habe was gefunden. Verbandszeug. Aber bis jetzt haben wir nur diesen einen Folianten, ne? Den ich mal irgendwann gefunden habe. Ja, hier haben wir wieder ein paar Gegner, würde ich sagen. Wo ist denn unser Bot? Hä? Die sind doch alle hier. Meine Mutti ruft mich gerade an. Ja gut, dann müssen wir kurz pausieren. Bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Hallo, es tut mir jetzt wirklich leid, dass wir die Aufnahme unterbrechen mussten, aber es war ein wichtiger Anruf. So, dann gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Oh, meine Munis alle. Ja, in der Zwischenzeit mussten wir gegen mehrere Horden kämpfen, die einfach auf uns zugelaufen kommen. Wir mussten uns ja auch irgendwie verteidigen in der Zeit. Aber sonst, ihr habt nichts verpasst. Genau, wir sind ja an derselben Stelle jetzt weitergegangen. Schon wieder keine Munition, was zur Hölle? Ups, ich habe ein Pulverfass angesetzt. Den man unschwer hören konnte. Das ist gerade nicht so übersichtlich, oder? Sehr, sehr versteckte Gänge auf jeden Fall, ja. Boah, voll der Killstealer, ey. Ich fetz mich hier die ganze Zeit mit so einem Kommandanten und dann kommt dieser... Markus Gruber meint so, ja, ich hau einmal drauf und kill das Ding. Assassine voraus. Ist auch eine lange Mission diesmal. Auf mir! Ja, lange Mission. Der kommt auch immer davon, der Scheiß. Assassine. Oh Gott, jetzt kommen sie wieder alle. Ich werde gefangen genommen. Der Bot zieht mich weg. Bot ist bei dir. Nein, es ist niemand bei mir. Ich komme. Muss mich durchsetzen, warte. Ich gehe langsam drauf. Okay, danke. These will lead us to something. Maybe answers. Maybe our own deaths. Nein! Traumgärten. Hinter uns, Assassine! Oh Gott. Ein Irrgarten. Okay. Ich brauch's jetzt nicht, also ich auch nicht. Nimm du. Weil ich hab noch den Folianten. Hurry this way. Hä? Warum kann ich meine Maus nicht mehr bewegen? Ah, okay. Hey, wie bist du da durchgekommen? Hä? Einfach durchgehen. Lol. Da ist ein Foliant. Ich nehm's. Warte, bevor ich gehe. Genau, erstmal heilen. Richtig, habe ich auch gemacht. Okay, dann haben wir zwei. Jetzt müssen wir nur noch einem Bot irgendwann verklickern, dass er so einen Foliant braucht. Hallo? Hallo?
Do not fear the Batman. Fear me instead. Hallo! Hi! Du musst einfach nur hier wieder lang. Was? Durch das Gestrüpp hier. Durch das Gestrüpp. Ja, Entschuldigung, ich laufe dir mal vorbei. Und dann müssen wir hier, denke ich, mal rauf. Sigma's blessing be upon those souls. We'll go through that door and meet the monsters. Munition, wär toll! Ja, ich bin auch leer. Hier ist eine Truhe. Kiste! Nur Bombe. Sehr nice. Wow, Power. Wie ich mich über eine Bombe freue, so Wapawa. Ja, ich hätte halt lieber Würfel oder so. Wenn ich ehrlich bin. So, hier hinten ist nichts mehr, also du kannst durch die Tür rumgehen. Welche Tür? Durch die, wo jetzt die ganzen Ratten herkommen. Oh, nee, die kommen doch nicht durch die Tür. Oha. Doch, kommen sie auch. Ich kümmere mich um unten. Ich komme mit. Lol, wo sind unsere Mates? Die wollen nur Aufmerksamkeit. Scheiß auf die. Komm, Mates. Jungs, hier lang. Boah, die Musik. WTF. What? Sorry, ich hab mich gerade voll erschrocken. Ich bin echt gleich. Ohne Scheiße. Schon wieder! Mann, verfickte Scheiße, ich bin eine Waldläuferin und geh nicht in den Nahkampf. Ich hab mit meinem Bogen. Wo hast du denn die Dolche? Um meine Nägel zu lackieren, feilen. Oh mein Gott, Raygun von oben, ist Giftling. Es ist ein Giftling, Schatz. Ja. Wo bist du denn? Ich bin runtergefallen. Tada, da bin ich wieder. Da war aber nichts. Ach ja, ich habe ja keine Munition mehr. Stirb! Stirb! Okay. Stirb! Oh, Munition! Munition! Jawohl! Oha. Tot! 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 Oh, wir müssen wieder Anker kaputt machen. Vier Ketten. Pass auf, dass du nicht runterfällst. Okay, gehen wir erstmal hier zur ersten Kette. Nein, wie kommt man da hin? WTF? Hilfe, bitte! Hilf mir! Bin da! Bitte! Ich Oha. Bin fucking low! Scheiße, was geht denn hier ab? So! Würfel! Zwei Stück? Ich glaube, ein Schwein pfeift. Okay. Aber weißt du, wo ich die her hab? Bitte, gib mir Deckung. Ja, aber weißt du, wo ich die her hab? Nee, wo? Da war eine Ratte mit einem Sack auf dem Rücken. Und die hatte einfach zwei Würfel dann gedroppt. Oha. Treppe. Ohne Scheiß, ich kann immer, ich muss mich heilen, kann mich nicht heilen. Wir müssen hier wieder runter. Ich weiß, was soll ich machen? Ja, komm runter. Ein Hit und ich bin so. Hier ist wieder Munition. Kann man auf dem grünen gehen oder verliert man dann? Auf dem grünen nicht, aber auf den Holzdingern hier. Du läufst bei mir im grünen, ne? Did you hear about Kislev? Science
Ich treffe ihn nicht! Da hinten ist noch eine Kiste. Ein Anker. Okay. Oha. Weiter geht's. Rüber auf die andere Seite. Okay, machen wir erstmal die hier. Verdammt mit den Dinger. Oh, Bombe, die nehme ich mir. Wir bekommen Besuch. Ich hab 4 fucking HP. 4. Boah, weißt du, dass es 4 sind? Weil bei mir unten 4 steht. Das ist dein Level, du Noob. Okay, dann hab ich vielleicht. Hick dich! Ich hab 4 HP. So voller Überzeugung. Nice. Dann hätte ich ja auch 4 HP. Ich hab einen Strich. Unter einem Strich. Siehst du? Ich bin down. Bist du gar nicht. Ich hab dich gerettet. Okay, jetzt sollen wir hier raus entkommen. Dann mal runter hier. Wo denn? Oh, hier runter wohl nicht. Komm mal hier runter. Leiter und runter. Da war eine Leiter. Ja. Wo denn? Dreck. Assassine. Dreck neben dir. Okay, komm, hier. Geht's raus. Wo? Hier. Ich hab die Bibel in der Hand und ich finde dich nicht. Ach, ich finde dich doch. Hier. Ching, 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 alle down. Der nächste wird abgeknallt. Bam, bam. Du auch. Du auch. Niemand ärgert uns. Puh, so. Raus hier. Ich denke mal, wir müssen hier runter. Ja, sollen sie kommen. Oh, oh. Okay, lauf. Lauf einfach. Lauf. Der geht down. Der geht down. Der geht down. Der geht down. Okay, ich bin leer. Oh, danke. Ein Schuss. Da ist der Wagen. Damit uns keiner hinterherläuft. Ich hab die. Woo! Alter! Aber 2 Würfel, endlich! Wenn auch nicht aus der Kiste, sondern von so einer blöden Ratte. Oh. 400 Erfahrungspunkte und da, 2 goldene Würfel. Und nochmal 2 normale Würfel. Wann haben wir die denn gesammelt? 4 Würfel! Kein Plan. Wir haben irgendeinen Schrein freigeschaltet, du auch, ja, ne? Ja. Reflexarmbrust habe ich bekommen. Ich auch. Ja, dann ist das eine Level-Eigenschaft. So, und jetzt aber hier. 2 weiße und 2 goldene Würfel. Einer. Ich habe nur einen. Eine weiße Waffe. Und du? Grün. Ja, ich habe 5. Schade. Ich hätte uns so mal blau so gegönnt.
Ich habe ein Feuergabenschwert. Feuergabenschwert. Nice. Ja, dann lass uns doch nochmal eben in der Folge gucken, was denn dieser Schrein macht. Wollen wir mal ins Gasthaus und zu dem Schrein gehen? Ja, klar. Haben wir jetzt Level 5 oder was? Ja. Wir haben Level 5. Du hast jetzt 5 Lebenspunkte. Halt die fucking Fett, ohne Scheiß. Und auf keinen Scherz machen. Ne? Scherz vor allem Ding, so voller Überzeugung. Ich hab noch 4 Lebenspunkte. Hä, wo weißt du das? Das steht da unten links. Das war ein Scherz. Ja, ja, das ist klar. Immer wieder lustig. So, hier ist der Schrein. Da hast du beim letzten Mal vorgebetet. Man kann beten. Kann man tatsächlich, ja. Ja, cool. Ich aber was macht doch man denn damit beten? Mit Kopfschmuck. Schmuckscheiße halt. Das ist das gleiche für Schmiede. Schmiede ist für Waffe und dieses unser Schrein ist praktisch für unser Kopfschmuck und so ein Scheiß. Ah. Ah, okay. Was ist hier? Opfer? Wähle den Gegenstand Opfergabe. Der Opfergabe ist in dem Endeffekt sowas wie Einschmelzen. Götter rufen. Wähle den Gegenstand, den du verbessern möchtest. Ah, du kannst die Eigenschaft davon dann verbessern. Bei Götterrufen kannst du zum Beispiel die Eigenschaften, die du dir freischaltest, auf der Schmiede kannst du damit erhöhen. Zum Beispiel, ich habe hier 3 bis 10%, ich liege bei 8,6 und mit Götterrufen kann ich das eventuell neu auswürfeln oder verbessern. Und bei Opfern? Wie kann ich das machen? Bei Opfern kannst du die Eigenschaft ändern. Wenn du auf Opfern gehst. Geh mal auf Opfern. Und ja, da kannst du jetzt deinen Gegenstand reinmachen. Mach mal. Und dann siehst du da deine Fähigkeit in der Mitte stehen. Ich habe jetzt zum Beispiel Regeneration da stehen. Und wenn du unten eine Opfergabe gibst, dann veränderst du die Eigenschaft. Dann wird das eine andere als die, die da drauf ist. Und bei Götterrufen kannst du den Gegenstand reinziehen und dann erhöhst du die Chance. Also wenn du auf Götterrufen gehst und dann da den grünen Gegenstand reinziehst, dann hast du da deine Fähigkeit und dann siehst du unten die Prozente. Bei dir steht das nicht, weil du die nicht freigeschaltet hast. Die musst du über die Schmiede ja erstmal freischalten. Wie denn das? Ja, indem du auf die Schmiede gehst und dann bei Aufrüsten musst du den dann reinziehen und dann kannst du den dann freischalten. Ist im Besitz? Sag mal kurz. Dann geh nochmal an das Ding da. Das sind die Dolche, mit der ich die ganze Zeit schon kämpfe. Ja, genau. Und jetzt zieh die mal da rein. Ach so, ja, das ist, weil du keine prozentuale Chance hast, sondern da steht ja einfach Wegstoßen mit dieser Waffe ist besonders mächtig. Das ist einfach so. Okay. Da musst du jetzt mal oben auf das zweite gehen. Nee, geh nochmal auf das zweite. Wenn du da die Waffe reinziehst, dann kriegst du eine andere Eigenschaft und die könnte prozentual sein. Da, jetzt hast du eine Wahl zwischen zwei. Jetzt kannst du entweder das linke nehmen, das ist das, was du hast, oder das rechte. Das ist das Neue. Das ist cool. Das habe ich auch mit Gesundheit. Ja, habe ich auch. Ich habe 8,6% Chance, aber die musst du auf der Schmiede wieder freischalten, ne? Ach so. Oh, jetzt rüberrennen zur Schmiede, freischalten, so, bla bla bla. Das und das und das und 20 jetzt davon. Jetzt geht wieder rüber. Macht einen grünen. Hack, Atz und Karin. Für wen ist das? Nicht für mich. Ich kann nochmal die Götter rufen. Ich kann das zweimal aufwerten. Mir fehlt ein grüner Gegenstand. Ich hab da genug. Ich hab, ja, alles. Okay, was kann ich da machen? Füge ein Helden-Schmuckstück hinzu, um für eine Gabe zu beten. Okay. Das ist ja blöd gelaufen jetzt bei mir. Shit. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt diesen Altar. Mir fehlt jetzt ein grüner Gegenstand oder grüne Steine da unten, damit ich das machen könnte.
Ja. Habe ich einen weißen Gegenstand weggenommen, hätte ich den nicht genommen. Na egal. Mach ich es dann halt, wenn ich den nächsten grünen Gegenstand bekomme. Ist einfach nur so traurig, weißt du, man wünscht sich die ganze Zeit Würfel, um eine höhere Chance zu haben auf einen guten Gegenstand. Und dann würfelst du mit den Würfeln einfach nichts. Oh, es ist so traurig. Waldläuferkapuze. Hä? Was mache ich hier? Da. Keine Ahnung. Ja, okay. Hä? Ja, wir klären das privat gleich mal. Für euch heißt es jetzt erstmal Tschüss. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir die nächste Mission annehmen. Tschüss, bis dahin, bleibt dabei. Tschüss.